Lumpy, das ist eine Katastrophe. Entspann dich. Toni hatte schon immer diese Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Drehen wir halt nochmal die Zeit zurück. Oder wolltest du was? Wir lassen es einfach. Das Chrono-Car! Was haben wir getan? Wir haben den Lauf der Geschichte unwiderruflich verändert. Beruhig dich mal. Toni wäre auch so nicht mitgekommen. In meiner Vision verlief der Streit ganz ähnlich. Bis auf ein, zwei unbedeutende Details vielleicht. Was? Aber... Außerdem willst du eh nicht, dass sich die Geschichte wiederholt. Glaub mir. Bei Licht gesehen war es eine ziemlich dämliche Geschichte. Hatte nicht mal ein Happy End. Aber wir waren uns doch einig, dass diese Vision nur ein Traum gewesen sein kann. Wieso? Weil es unmöglich ist, sich an Geschehnisse aus der Zukunft zu erinnern? Das... Oh! Genau! Ich wette, all das hier ist schon einmal passiert. Meine Pläne, nach Elysium zu kommen, der Streit mit Toni und dass ich die Welt gerettet habe. Du hast was? Die Welt gerettet? Noch nicht. Und ob ich es wieder mache, überlege ich mir noch. Ach, du liebes Lottchen. Wie kann ich nur so dumm gewesen sein? Genau. Denk über deine Fehler nach. Ich gehe derweil nach Elysium. Diesmal lasse ich mir mein Happy End nicht nehmen. Ich hoffe, seine Probleme mit dem Rückwärtsgang beschränken sich nur auf die Raumdimensionen. Ich hoffe, Bernard ist gut versichert. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde meinen kleinen Fauxpas absolut nachvollziehbar. Und auf geht's! Elysium, ich komme! Rufus, du Pestbeule! Willst du mich umbringen? Das ist zwar Plan B, aber wir können gerne eine Phase überspringen. Na warte, du hast Toni das letzte Mal gesehen. Ich werde ihr verbieten, dich noch einmal zu treffen. Nur zu, ich bin eh durch mit ihr. Wie mit überhaupt allem hier. Jetzt musst du nur noch loslassen. Bist du wahnsinnig? Ich brech mir alle Knochen. Bei deinen Speckpolstern? Unwahrscheinlich. Endgegner. Jetzt wird's knifflig. Lass los! Nur über deine Leiche! Und nun Ankerlichten! Mach's gut, du Furie! Lumen! Was sagst du? Ich sagte Lumen! Ich kann dich nicht hören! Der Ballon brennt, du Fluff! Der Ballon brennt. Rufus! Wo ist der hin? Haltet ihn! Zu den Fackelmänner! Oh, oh, die haben ja vielleicht eine Scheißlaune. Ich mach mal lieber, dass ich mehr komme. Fürchte dich nicht, Rufus. Wir kommen in Frieden. Ach ja? Warum terrorisiert ihr mich dann ständig? Es muss alles so passieren, wie es schon einmal passiert ist. Nee, das könnt ihr voll vergessen. Und überhaupt, was soll dieser dämliche Aufzug? Wir haben eine Form gewählt,
die dein menschlicher Verstand begreifen kann. Was Verstand angeht, seid ihr offenbar keine Experten. Siehst du, ich hab doch gesagt, dass das mit dem Kostüm eine Fufnex-Idee ist. Nur weil du ständig aus der Rolle fällst. Wir können ja tauschen. Du wirst mit Sicherheit der bessere Elefantenschischnock. Hallo! Ich unterbreche ja nur ungern, aber ich muss dringend nach Elysium. Nein, das darf nie passieren. Alles muss so bleiben, wie es immer war. Du meinst, wie es schon immer gewesen ist. Gute Reise, Dumbo und Elefant. Rufus, der Elefant, ich meine, der Zeitreisende, er ist wieder hier. Wahr, er musste schon wieder los. Dann muss er etwas zurückgelassen haben. Meine Messwerte sind eindeutig, als hätte sich ein Tor geöffnet. Da vorne ist er! Schnappt ihn euch! Tor klingt super. Ich hoffe, es hat eine Zugbrücke und Pechnasen auf den Zinnen. Was zum Willi? Tja, da staunt Professor Ziegenbart, was? Das nenne ich mal eine Zeitmaschine. Und wie sauber sie eingeparkt wurde. Lass bitte dein Geodreieck stecken, bis wir den Lynchmob abgeschüttelt haben. Schweren Herzens. Kann das wirklich eine Zeitmaschine sein? Es sieht zumindest nach einem Gerät aus, mit dem man einen Neuanfang starten könnte. A new beginning, sozusagen. Wow, das sieht kompliziert aus. Durch die Zeit zu reisen ist eben nicht dasselbe wie Sicherungen zu wechseln. Ha! Wo wir hingehen, brauchen wir keine Sicherungen. Weißt du, wie man das Zeug einschaltet? Himmel, nein! Dafür wären theoretisch monatelange Analysen vonnöten. Theoretisch. Dies, lieber McChronicle, hingegen ist die Praxis. Schau zu und lerne. Bis der sich entschieden hat, auch nur einen Kippschalter zu betätigen, habe ich schon die dritte Bruchlandung hinter mir. Mr. McChronicle, Energie. Was für Energie? Plasmatisch oder exotherm? Und welche Polarität? Ach, du bist so ein Spielverderber. Das scheint nicht wirklich was zu verändern. Da, ich habe es zum Laufen gekriegt. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Natürlich weiß ich das. Ich rate. Und jetzt volle Kraft voraus. Das war dann wohl die Pannenshow, der Rückwärtsgang. Bitte sei vorsichtig. Meine Bewegungsnausea. Ja, entspann dich. Während du dich gut festhältst.